So, jetzt... Okay, Stream schwankt schon wieder. Anyway, das fixe ich ansonsten. Hallo und herzlich willkommen zurück zur ESL Road to Frankfurt Community Qualifiers 2 im Spiel. Viertelfinale EG Man Forever gegen Only If Jesus Was Real. New Opening Parties heißt die Daya eigentlich. OP. Ach stimmt, die kenne ich. Die haben schon mal irgendwie gecastet. Aber egal. Mit mir ist Felix. Felix darf jetzt reden. Ich fixe. Was eine Introduction. 10 Sekunden remaining. 5 Sekunden remaining. Reserve Time. Ja, sehr schön. Holy shit, ist es noch X drin? Ist es noch X drin? Dass ich das noch erleben darf. Naja, easy magic damage. Alles auf go. Jetzt Line next. Line wird der nächste. Noch mehr. Weiß ich nicht. Und danach noch ein Pugner und ein Skywrath Mage. Und dann holt Bristleback das BKB raus und sie haben verloren. Okay, ja, ich glaube irgendwie. Ja. Ist unglaublich. Oh ja. Ja. Okay, es wird noch wohl bei Stream-Problemen leiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt hier einfach nur. Ob der jemand, dessen Internet ich hier benutze, irgendwie einfach nur. Ganz viel auf seiner Leitung hat. Scheint es zumindest gerade auszusehen. Naja, kann ich ja nicht so viel machen. Aber egal. Wir haben ja Local Recordings. Und ja. Eigentlich sollte aber auch passen. Bisher sehe ich keine großen Bufferings. Das soll, ja. Sollte, glaube ich, laufen. Skywrath Mage. Okay. Ich will wirklich einen Pugner sehen, irgendwie von Jesus. Ist ja auch cool. Na, Quap, ist wirklich Magical Damage Burst. Beziehungsweise Pure Damage Burst mit den beiden Arganems. Vielleicht ja. Picken sie halt auch den Faces Void noch. Legion Commander. Legion. Okay. Oh. Jo. Das ist ganz gute Wahl, weil wenn du gestunt wirst, kannst du den Gegner immer noch töten. Ja, vor allem bisher ist so. Recht squishy. Ja. Kein Tiny außerdem, ne? Ich pick's halt Tiny Wisp first. Nico. Also ist wirklich ein Burst-Ding, oder? Das könnte ein sehr interessantes Spiel werden mit vielen Toten. Ja, es wird halt so. Pssst, Pritzel! Wie ein Pritzel-Game. Ja, sehr interessant. Der Lion ist auch noch drin. Ich habe übrigens eben dran gedacht und habe mir gesagt, ich könnte mal den Felix auch auf den Soundausgang nehmen, der in den Stream reingeht. Habe ich jetzt dann mal getan. Hallo. Genau. Nee, aber keine Ahnung. Nachdem ich jetzt 20 Minuten lang nonstop geredet habe, hallo. Ja, ich fand halt auch, dass du NP gleich P sehr gut bewiesen hast und außerdem halt, also ich wusste nicht, dass du so viel Ahnung über schwarze Löcher hattest. Ja doch, also. Es ist halt schön, dass wir das endlich mal auf Video haben, wie man halt wirklich diese Raumschiffe baut. Ja, ich hätte auch ein Buch drüber schreiben können, aber ja. Ich hab's hier auf Twitch geteilt für euch, für die Welt. You're welcome. Ja, gut. Zum Glück hast du einen Dota-Sound an, von daher können wir das dann, wenn das wichtig war, dann halt nochmal rebroadcasten. Ja, also vorher klar. Muss man natürlich Sisterson auf Twitch etc. followen und dann kann man sich das angucken. Vier Intelligence Heroes, vielleicht haben die mich inspiriert. Offlane, Bristleback könnte. Ah ne, sind zu viele Offlaner. Könnte Legion Commander in Mitte nehmen, Bristleback Safe Lane und dann Nyx picken. Oh, ein Axe-Band, schade. Ein Axe sehen. Früh eingefallen. Ja, früh eingefallen, genau. Oh Mann. Was tun sie? Ja. Also, wer spielt denn jetzt Mitte? Lina oder Queen of Pain? Ach, kann ja nur die Queen of Pain sein. Das heißt, Lina und Shadow. Nee. Also, Quark of Pain geht noch. Achso, wegen dem Swap Change vom Patch. Das kann natürlich sein. Hä? Dieser Blink, oder Blink heißt er, wie heißt er? Blink. Hat jetzt immer Max Range. Achso. Der ist ja vorher gescaled im letzten Patch. Aber auch sonst. Also, und jetzt ist er ziemlich gut.
15 Sekunden auf Level 1, das ist schon ziemlich gut. Ja, kannst du ja dann auch schon noch offline stellen? Geht, keine Ahnung, aber... Nico, Lina, könnte wahrscheinlich einfach eine Support-Lina sein, weil... Naja, gut. Also BKB-Helden weiß ich nicht. Legion wird wahrscheinlich bauen, ja. Könnte man dann kaufen. Ja, Prism Pack sollte das auch irgendwann haben. Ja. Ich glaube, Lina muss halt einfach den Red Click machen, weil sie haben halt sonst nichts gegen Prism Pack. Das ist halt so dieses... Okay, sie picken Shadow Shaman und dann kommt Wisp Bristle und sie wurden halt hart gecountert und picken halt trotzdem noch das Lineup. Was ich nicht... Ich mag Shadow Shaman sehr gerne, aber wenn sie nur so einen Utility-Support haben wollen mit viel Disable, dann kann man auch einen Lion spielen. Ja, Lion kommt jetzt hoffentlich noch. Hier wirklich nee, Double Bristle. Beide haben zwei Supports. Ja, also gut, die gerne. Lina halt, ne? Die ist die Frage, ist die ja. Lina... Aber wenn sie jetzt noch einen Lion picken, dann haben sie halt gut viel Disable Lina und so weiter. Vor. Aber ja, natürlich geht bei einem BKB, kaputt, aber ein BKB Pritzel, zerstört man. Dann das ganze Lineup von Ichiman? Nee. Ja, doch. Würde es. Pack. Stimmt, OP Opening Party. Ich glaube, die sind, kommen die nicht aus der Türkei? Ich glaube schon, was, einige wo, davon wie, sind aus der Türkei. Wo, wie kommst du jetzt auf OP? Rechts oben das Label. Also was das da? Team heißt New Opening Party auf ESL. Und das OP, ich weiß nicht, haben die Federal League mitgespielt? Es ist so irgendwie aus Good Old Times. Ich muss mal gucken, ob ich das Logo irgendwo finde. Woher das war. Wie kenne ich die irgendwo her? Warrunner als letzten Pick. Okay. Wahrscheinlich für die Offlane. Vielleicht geht's auch aggressive und lassen ihn auf der Safelane dann ein bisschen alleine. Er sollte aber gegen den Bristleback nicht so viel Spaß haben. Hm. Okay, nicht da, nicht da. Dieses Ding halt wirklich irgendwann mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich kenne es auf jeden Fall, es kommt mir bekannt vor. Aber irgendwoher weiß ich nicht. Ich muss es rausfinden. Das Schöne ist, dass wir am Anfang eh noch nichts picken. Und dann dauert es wieder so ewig. Logos. Was sind die denn? Erste Pause, ausgezeichnet. Und Recast oder sowas. Nein. Ja, das kann ich schön weitersuchen. Tja, keine Ahnung, wir könnten uns jetzt coole Strategien ausdenken, wie man mit diesen Helden machen kann. Ob das Sinn ergibt, weiß ich nicht. Farmen bis Only If Jesus Was Real zwei BKBs hat und dann Stomp innerhalb von 10 Minuten. Okay. Okay. Ja. Ja, es sei denn, der Skill von Shadow Shaman ist so hoch. Vielleicht spielen sie auch einen Core Shaman, das fände ich mal richtig geil. Aber glaube ich eher nicht. Ja, nee. Irgendwie sind zu viele Helden dabei, die man als Core spielen kann. Ja. Aber es ist halt wohl Lina Shaman Support Duo. Ist halt schon ziemlich scary auf der Lane. Also. Ja, Lina schon. Ist schon scary, aber ich, wie gesagt, ich finde einen Lion immer noch besser als eine Lina. Also als Support. Ja, schon. Lina hat halt einen useless Spell mit Fiery Soul für Support. Schöne Nukes, aber einen relativ kleinen Mana-Pool. Holy shit. Der Bristleback, der da runterkommt. Und dann mit dem Namen Diecast, was irgendwie so klischee-mäßig tatsächlich das Gesellschaftsbild von Dykes in Amerika ist. Oh Mann. Tja, erstmal Pause, erstmal Disconnects. Ja. Und wie war dein Tag heute so? Traumhaft. Traumhaft? Bisschen krank und ja. Ja, aber schon zwei Bier. Ja gut, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay. Beziehungsweise Bier hilft dir. Natürlich, Bier hilft dir. Don't do drugs, kids. Only Bier. You heard it here first. Okay, jetzt haben wir schon Life Advice. Oh, ja, und erstmal weiter. So, was, warum machen die weiter? Seriously? I don't know. Troll. Ja, aber echt. Ja, diese Trollbands am Anfang sind halt einfach nur
Ist halt Quatsch. Du kannst halt einen Troll nicht bannen aus Lothar. Irgendjemand tut das halt immer. Ja. Ja, man hat entweder Troll oder Russen. Troll oder Ex? Na, Ex ist eigentlich gar kein Russe, aber irgendwie ist es halt so Russian Dodo drin, der Ex. So dieses aggressive Spielstil. Ja, das stimmt. Ist halt schon krass, du hast halt irgendwie dieses russische Dodo, was halt super aggressiv ist, das chinesische Dodo, was halt total calm ist und teilweise halt so auf frühen Push einfach nur kalkulativ so ist. Also so teilweise halt so Standard-Klischees von Völkergruppen halt da wieder gesehen. Und in Europa, keine Ahnung, was ist europäisches Dodo? Abhängig nicht von so ganz NA-Dodo, fällt mir am besten im Moment. Okay, was machen die? Schön supportlastig, probieren immer neue Sachen aus und spielen halt so das klassische. Eine Carry-Rolle, zwei Supports, schön Offlaner, wird ein bisschen rotiert. Also sie versuchen jetzt nicht wie manche Teile so in China, wo dann versucht wird, mit einem Support und dann mit drei oder vier Cores dann ranzugehen. Naja. Ja, Versuche sind schon immer ziemlich cool. Aber ja, aber die, also Versuche im Sinne von, wir spielen es auf Turnieren und da sind auch namhafte Teams dann dabei, die sowas dann machen und fallen damit auf die Schnauze und finden es dann trotzdem noch toll und so weiter. Okay. Fallen immer mehr Spieler aus? Das ist ein Abandon. Seriously. Was ist da schon wieder los, Leute? Könnt ihr nicht einmal professionell sein? Kommunizieren die miteinander oder was ist hier los? Ich weiß es halt nicht, weil die Frage ist halt auch wo. Du hast diesen ESL-Chat, ja. Aber ansonsten, ich kann mal gucken, ob ich diesen Chat finde. Also New OP wollen unbedingt spielen. Das finde ich sehr, ja, sehr sportmännisch von ihnen. Okay, New OP ist jetzt wieder da. Lost Connection. Jo. Easy Team Wipe, würde ich sagen. Easy Team Wipe, genau. GG. World Blade Warrunner. Okay. Ja, war auch für mich so ein bisschen actionreiches Spiel bisher. Also ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es hat so viel passiert. Ja. Ja, ja. Na, dann schauen wir mal, was jetzt halt hier los ist. Dann kommst du in die Lobby. Oder bist du wirklich zu viel? Ah, oder Pull. Ja. Ja, ist cool. Also die zwei, die abandoned haben, sind jetzt halt raus und würden die Stand-ins ersetzt. Okay. Okay. Spielen die alle für 5 Teams? Ja, du musst jetzt irgendwie ein neues Spiel machen, oder? Also es gibt ja jetzt auch kein Rematch und so mit den Stand-ins. Doch, klar. All pick und einfach go. Okay. Ja. Ja, finde ich gut, aber ist halt doof, ja, für die Stand-ins dann, ne? Wenn die dann irgendwie Hero aufs Auge. Die Alternative ist halt, dass Jesus halt einfach verliert. Wir haben abandoned und fertig.
Ich hoffe, das wissen die. Naja. Wenn nicht, gibt's eben sowas. Schön ist ja bei Stannis, dass sie immer abrufbereit stehen und immer direkt die Lobby joinen, wenn sie gebraucht werden. Ja, indeed. Richard von Weizsäcker ist gestorben. Oh. Er war auch schon ein bisschen älter, oder? Bisschen mehr Respekt, Kai. Willkommen zum Wetter. Mit Ulrike von der Gröben. Aber leider zu Tisch. Tja. Werde eventuell demnächst zu Saphira vorgehen. Hier habt ihr es erst gehört, in diesem Twitch. Yay. Wir müssen einen Namen dazu machen. Mal schauen, ein bisschen mit Blacklight reden. Und vielleicht gibt es da was Cooles drin. Und nachdem irgendwie Jesus dann vielleicht auch gleich mal online kommt, könnte es hier auch weitergehen. Hauptsache, wir halten Twitch bei Laune. Aber der Chat ist ruhig, das heißt, alle sind zufrieden. Was? Niemand Chat ist nicht im Riot? Problem. Nein, der Chat ist voll ruhig. Warte, ich fange mit dem Riot an. Oh nein. Du brauchst kein Riot an, zumindest ist 2 Minuten Verzögerung. Das ist halt ein bisschen doof. Weil halt schlecht mit Chat sehen. Ja, okay. Aber, ja. Es ist ein deutscher Chat. Deutsche sind alle voll lieb. Der erste Stand-In ist da. Malcha Boy. Ja. Ach ja. Es ist nur 1 Stunde Verzögerung, von daher wird das wohl im Finale heute nichts. Doof. Das komplette Finale, oder? Nee, Qualifiers 2 Finale. Das läuft jetzt hier alles Single Elimination auf dem Finale im Best of 3 läuft es hinaus. Mhm. Und das kann halt nach morgen verschoben werden, wenn es halt heute nicht passt. Achso, okay. Und es halt irgendwie schon so, wie es jetzt aussieht, halt 22 Uhr wird. Weil dieses Spiel halt irgendwie die komplette Liga delayed gerade. Wie das halt so ist. Jetzt haben wir den Rest hier schon. Haben wir schon Leute, die fertig sind? Nee. Spielen alle gerade, okay. Immerhin. Ja, nebenbei, was haben wir im Viertelfinale noch? Maximum Tarts gegen World Energy Power. Das hier. Maximum Tarts? Ja. Team Groy gegen die Gammler Moderate. Voll der Gammler. Okay. Und natürlich die Gartenpartei gegen Error 404. Ich hätte gerne gecastet, weil ich die gesamte Zeit 404 Jokes machen würde. Die ganze Zeit, not found. Ah, schade. Die ganze Zeit. Ah, ist doch doof. Der erste Kontakt vom Stand-In ist Easy Katka. Easy Rares, Easy Life. Okay. Na, dann schauen wir mal. Ob die jetzt hier schnell Dinge picken. Mindestens das Laden im Endstill. Ist doch mal schön. Tja, für alle die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ist das Rematch eines Ultra-Delayed-Matches zwischen If Only Jesus Was Real und New Opening Party in ASL Road to Frankfurt Community Challenge Qualifiers 2. Buzzword irgendwas. Und soweit ich das sehe, haben sie alles richtig gepickt, ne? Ja, gut. Ja, haben sie. Gut. Auch für die, die sich jetzt denken, was, sie haben das gepickt? Ja, sie haben das gepickt. Ja. Tja. Das wird sehr interessant. Aber irgendwie, je länger ich da drauf gucke, wenn du jetzt so von der Reihenfolge denkst, denkst du, okay, es geht eigentlich. Sie haben Offlane, sie haben Necro, sie haben eine Quap in der Mitte, dann haben sie 2 Supports. Ist halt alles okay. Ja, aber sie haben einen Center Runner in den Bristleback gepickt und First Pick war Shadow Shaman und Lina. Ja, schon klar. Also es wird jetzt nicht besser irgendwie, also. Das ist halt auch gut, so. Gut, es sei denn, sind halt so selbstbewusst mit ihren Helden hier. Das ist aber ein Best of One, oder? Ja. Okay. Also nicht, dass sie. Also ich spiele halt keine Pocket Strats in Best of One in der Regel.
Doch, aber gut. In Best of One immer nur deine Pocket Thread. So weit bis du kommst tatsächlich. Wirklich. Auf dem Niveau hier. Ja, generell. Also du hast halt irgendwie, du spielst halt einfach deine stärkste Strategie, ganz einfach. Ist doch. Ja, mit Pocket Thread habe ich das mal was anderes gemeint. Ach so, nee. Er gemeint, das, was nur keiner rechnet, zum Beispiel sowas, was New OP gerade spielt. Oh, sie zeichnen für uns schon was Tolles ein. Ja. Naja, aber ein Pocket Thread per Definition ist halt schon das, wo du halt gewinnen kannst. Also das kannst du am besten in deinem Team. Das ist ein bisschen was anderes, aber du kannst es halt am besten. Was ist das? Was tun die da? Von mir aus. Ich bin durch mit diesem Game. Können wir einfach niemand für den gewinnen und dann ist schon was anderes. Wobei nein. Wait, what? Nee, doch. Nevermind. Naja, mal schon auf den Smoke da. Ansonsten, irgendwas wollte ich noch sagen. Nevermind. Na gut, dann nicht. Du wolltest bestimmt Only If Jesus Was Real vorstellen. Muss ich? Soll ich's tun, Schatz? Ja, keine Ahnung, kannst du machen. Okay. Jetzt, also, weiß ich nicht. Wir haben den ersten Stand-in Mulcher Boy auf der Carol Legion Commander auf der Safe Lane. Wir haben 7-2-7, nenne ich jetzt einfach mal auf Puck in der Mitte. Dyke, the old Dyke auf Bristleback, vermutlich auf der Offlane. Und wir haben Vortex auf dem Io, Wisp. Ja, er heißt Wisp, nicht Io. Der Wisp. Vermutlich rotierend, entweder Offlane oder Mitte, je nachdem, wo er gerade gebraucht wird. Und haben Vitran auf dem Skyrath Mage. Joa, stimmt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, war eigentlich, dass Jesus dann. Also sie hatten halt Last Pick Pack gemacht, so, was für die Mitte. Ja. Was sie hätte auch machen könnten, hätte Last Pick Tiny und hätte einfach Tiny Wisp Mitte. Das wäre halt so die eigentliche Sache gewesen. War dann, you know, Tiny Wisp. Alles ist okay. Ich dachte, der Draft ist ohnehin stärker von Jesus. Ja, schon. Also es ist halt stabiler. Wenn UOP stompen oder so, ist es super. Aber wenn es halt nichts wird, sind halt Jesus im Vorteil, ja. Ja, sie müssen auf jeden Fall im Early Game irgendwas machen, also New OP. Ja, sie haben halt irgendwie so, dann wenn halt die Supports Level 6 sind, halt pritzeln können, dann müssen sie halt pritzeln. Irgendwie so 10, 15 Minuten. Ja. Gut, aber der Vortex bleibt beim Bristleback oben, Io und Bristleback. Bristle braucht halt die meiste Hilfe, ich meine Bottom Lane. Hast du eigentlich Legion gegen Zend, ist halt okay, besonders mit Scarlet Mage, mit dem Harris kann er halt Basil alleine raushalten. Ja, es wundert mich ohnehin, dass sie das so lanen, also ich hätte jetzt versucht, irgendwo Bristleback gegen Warrunner lanen zu lassen, weil er auf jeden Fall die Lane gewinnt dann gegen den Warrunner. Boah, wow, das wäre wahrscheinlich auch intelligent gewesen. Ja. Aber vielleicht sind sie einfach so confident, dass sie die Duo-Lane meinen, das wird was bringen. Normalerweise sollte New OP in der Lage sein, hier die, vor allem die Io, den Wisp, zwei, dreimal zu killen. Ja, der kann aber auch ziemlich schnell wegtavern. Oh, der Ward. Bitter. Na, oh nein. Oh nein. 2 Zentimeter. Und jetzt kommt der Shackle. Und Cantastus hat es leider nicht mitbekommen. Das ist der Shackle, ja. Und geht immer weg. Gut. Absprache, ja, Communication, Matsch. Ja, es funktioniert voll für New OP. Relativ wenig Harass. Guter Blockwort hier oben. Also, Respekt. Blockt der hier unten das auch? Okay. Ja, krass. Doch schon, ja. Also, ja, es ist halt der hier anscheinend. So diese Kasten, das ist halt gerade an der Ecke. Fällt mir gut. Oder halt dieser Kasten. Anyway. Ja, wie sieht die Mitte? Mitte ist halt auch. Battlen sich halt irgendwie beide die Köpfe ein. Aber ansonsten 9-4 gegen 4-0. Die Quop hat da ein bisschen die Nase vorne. Dürften sich aber beide eigentlich nicht töten können. Doch. Vor das Level ist eine Lane, 6. Die sich auf jeden Fall tötet. Weil beide overextenden werden. Overextend, ja, vor allem ein Pack, aber die Queen of Pain sollte eigentlich wissen, dass er vor Level 6 nicht viel machen kann. Doch, doch. Also es sei denn, diese klassische Lane sie maxt den Shadow Strike, aber sie geht auf das Max Queen of Scream Build. Ja, ja. Ist schon na, besser. Gut. Also da kann halt auf jeden Fall was passieren. Das ist halt das klassische One-on-One, wo halt wirklich sie halt sich gegenseitig halt versuchen, einen Ort zu manövrieren. Und das funktioniert halt auch immer. Irgendjemand kriegt den halt immer und dann bashen sie sich halt die Köpfe ein. Und da passiert eigentlich immer ein First Blood vor Level 6. Okay. Dann und sehen wir mal. Ist das eigentlich die Lane, wo man drauf gucken sollte? Quop kriegt auf jeden Fall ihre Bottle jetzt. Ja.
Aber Pack hat nicht genug Mana, um jetzt hier den Kill zu holen. Naja. Aber jetzt kommt wieder ein U. Ja, hat aber auch keinen Silence gehabt. Nichts zu machen. Bottle da. Pack braucht noch ein bisschen, weil hat sich vorhin Healing Salve kommen gelassen. Das war auch eigentlich die Aufgabe jetzt vom Scarlet Mage. Stacken im Wald, vielleicht mal pullen und mal in die Mitte supporten. Weil unten der Legion Commander dürfte eigentlich keine großen Probleme haben mit dem Warrunner. Naja, der Warrunner kriegt halt aber seine Levels. Der kriegt sehr viel, Last jetzt. Der kriegt halt sehr viel. Das ist eigentlich seine Aufgabe halt in, also Level 4 nach, Level 5 nach 3,4 Minuten ist halt wesentlich zu viel. Er braucht halt keine Angst vom Legion Commander zu haben und Scarlet Mage harass ihn halt nicht raus. Und jetzt hat er ohnehin Spaß an den Tranquil Boots. Ja, das ist halt so das Problem, der Cent hat wesentlich mehr bekommen. Dass er jetzt wirklich sein Level 6 haben will. Gut, die Rune hat er jetzt nicht gebrauchen können, aber hat sie uns bekommen. Ich hätte vorhin einen Stomp machen sollen. Einfach because. Because. Ich hätte es getan. Offlane. Halt. Der hat mehr Nutzen aus der Rune bekommen als Rune. Klasse. Technically. ja, okay, jetzt in der Mitte und ein Go. Go, sage ich, aber mit ein bisschen Harris. Ui, fuck. Das ist knapp gewesen. Basilia, weiß was er hat, Level 5, Double Edge, macht einiges an Damage. Einfach reingehen. Und ich weiß nicht halt. Er hat auch die Vision, das ist ein guter Ward unten. Ja. Er muss halt auch nicht. Weil er hat den Movement Speed Vorteil, obwohl Scarlet Mage ein sehr schneller Support ist. Okay. Ja, Support vom Curry. So. Vielen Dank. Ich bin trotzdem der Meinung, er hätte das so viel Level niemals bekommen sollen. Weil das Scarlet Mage kann halt einfach neben ihm stehen. Und die ganze Zeit Bolts schießen. Kann halt vollkommen raus Harrison. Ist es ein Stand-In? Ja, es ist ein Stand-In von denen. Okay. Vielleicht weiß er nicht, was der Hero kann. Das ist das, was ich eben meinte, falls die Viewer schon mitbekommen haben. Dass es einfach eine doofe Situation ist für Stand-Ins, wenn sie Heroes picken, beziehungsweise spielen müssen. Naja, komm. Hier, Scarlet Mage ist einer von den einfacheren Heroes auf jeden Fall. Auch von den einfacheren Supports. Aber wenn man das trotzdem einfach nicht gewohnt ist, dann ist es auch. Auch Malcha Boy unten kriegt nicht so viel Lastets, wie er eigentlich sollte. Ja, aber seriously, also da würde ich ja wieder ganz krass widersprechen. Es ist halt jetzt, ja, es ist kein T2 oder kein T3, aber es ist halt nicht so weit hinten, dass du jetzt sagen musst, ob Leute ihre Heroes verstehen. Das ist jetzt schon für Scarlet Mage meinst du jetzt, oder? Ja, generell für alle. 28 Teams, das ist Viertelfinale. Also dachte jetzt eigentlich, weil zum Beispiel der Warrunner ist jetzt Level 6 mit 16 Lastets. Ja, Scarlet Mage hat halt in Retrospekt halt das Falsche gemacht. Aber dass er den Hero nicht versteht hat, hat glaube ich wenig zu tun. Weil halt die Frage, was seine Aufgabe auf der Lane ist. Und das ist halt vielleicht das Ding, was sie halt. Oh, Haste of Warrunner. Ja, und Quap halt. Ein toter Level 2 Scarlet Mage sein. Ja. Geht auf die Legion? Will er nicht, okay. Ja, so hätte er versuchen können, ne? Hätte er versuchen können, ja, aber. Ich nicht. Aber jetzt haben wir schon den T1 genommen. Und jetzt direkt mit dem Duel unterbrochen, schön gemacht. Das Problem ist, aus dem Duel wird halt nichts, der muss halt einfach nur retten. Das ist halt praktisch für New Op, dass sie da halt tatsächlich auf so einem Kill einen, keine Ahnung, einen Duel rausbekommen haben. Denn das Duel ist fast genau, also fast mehr wert als der Kill von Skywith Mage. Weil halt, ja, wenn er das Duel gemacht hätte, wenn er gestorben wäre, wäre halt mehr rausgekommen. So muss er halt ein Duel für nichts machen. Und ja, Basil, ui. Basil regeneriert sich wieder hoch, obwohl er gerade sehr, sehr wenig Leben hat. Basil auf dem. Ach, das ist gerade ziemlich ironisch, ne? Also ja, in der Mitte wird gleich ein Go gemacht, aber Basil auf dem Center One ist sehr ironisch, weil Basil ist ja der faule Arbeiter auf der Farm von Epona bei Zelda. Ocarina of Time. Wer und weiß das auf dem nicht. Pferd? Natürlich. Basil auf dem Pferd, das ist halt auch interessant. Aber Mitte erstmal. In der Mitte in Go. Ja, jetzt kommt die Jackal. Oh. Pack ist sehr greedy. Pack ist super greedy. Ja, aber ich glaube, das ist super. Aber klar, das ist jetzt nicht. Das war halt super greedy. Hat schon schön. Holy fuck. Und ein Duel noch. Holy shit, der kriegt einen Champion raus. Allerdings klaut es einfach Wisp. Oh. Naja, er kriegt den Win dafür. Ja. Was, ich muss jetzt ein bisschen kritisieren, was man natürlich sehen kann, die Farbe des TPs hat
die Farbe des gegnerischen Carries und der gegnerischen Carry. Ja, was sollen sie machen? Das war eine Dreamcoil drauf. Also wenn sie halt rausgegangen wären, hätten sie halt gesnappt. Keine Ahnung. Also ja. Die TPs auf die Farbe angucken, wer da kommt. Seriously, was denkst du, was du bist? 6K Network? 6K MMR? Also, das würde ich knapp das würde ich halt so T2-Teams zustehen, aber. Ja. Also hier, keine Ahnung. Troll. Das sind halt so Teams, wo ich halt auch oder wo wir halt auch drin sein könnten. Und das ist halt absolut oben drüber. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen warten. 4 Sekunden fürs Duell, 3 Sekunden fürs Duell, 2 Sekunden fürs Duell, 1 Sekunde fürs Duell. Was? Jetzt schon wieder auf Kurs, oder? Und sie kriegen es nicht. Oh Mann. Schönes Ulti von Warrunner reicht aber nicht. Oh, und die Balls treffen nicht. Los, was ist klau den Kill, klau den Kill. Nein, klauen? Niemand bekommt ihn. Und Sepp. Und Lina geht halt weiter, anstatt halt einfach die Legion Commander zu töten. Na gut. Fails auf beiden Seiten. Ausgezeichnet. Mistakes were made. In der Zwischenzeit hatte Warrunner eine ziemlich gute Zeit unten. Ist schon Level 8 jetzt. Mit 30,5. Ups, Queen of Pain tötet einfach Pack mit dem Scream. Einfach so. Tot. Ja, das kann sie. Ja. Ja. Weil screamed. Rotation in der Mitte und zweiter Tod. Also ich guck doch in die Mitte, aber es hat sich unter meinen Bildschirm gesprungen und hat einfach Skywrath mich getötet. Die Range vom Blink ist so krass jetzt. Nach dem Patch. Ah, das stimmt. Du musst halt einfach noch. Ja gut, du skillst halt schon wegen dem Cooldown, aber. Ja, müsstest du aber nicht, weil der Cooldown ist echt 15, jetzt gut 6 Sekunden Cooldown. Ja, du kannst halt rein und wieder raus. So. Aber ich sag mal, der scaled gerade auf 2 und 3 halt nicht so schön wie andere Fähigkeiten in der Regel scalen, klar. Mhm. Aber es hat funktioniert, von daher. Jupp. Tja, die Frage ist, für Niob funktioniert einigermaßen. Aber. Wann müssen sie das Spiel beendet haben, deiner Meinung nach, Niopi? Keine Ahnung, 25 oder so. Oh, Basil wird geführt. Was ist das Drittelduell? Nein, er hat es nicht bekommen. Oh, nicht in der Zeit. Ah, das ist bitter. Aber Tod ist tot. Ja, aber er hat halt so einen Blink-Day bekommen, also es war nicht so wirklich wichtig. Sie haben wirklich jetzt nichts gerade rausbekommen, außer 400 Gold für Bristleback und 160 Gold für die Legion Commander. Oh ne, alles hier hat er doch Blink, also. Irgendwie die Core-Items sind da schon beide draußen. Und was ist das für ein Olz? Eine Lina? Nee. Ach, Necro. Schön zusammengespielt. Oh Gott. Die Seth kommt halt rein und direkt halt erstmal. Oh, und wieder Greed von Vulture Boy. Ach ne, Quatsch, er hat das Duell eben benutzt. Sorry. Moment. So, Dyke jetzt dive ich einfach hinterher, aber. Ja. Necro vor Stifen ist nicht so schlau in der Regel. Aber eben hat man geht, aber die Stärke noch einen Hit, aber. Ja, die SC hätte halt auch durchaus hier was machen können. Kam halt, war halt ein paar Heals da, aber haben sie halt nicht rausbekommen und jetzt werden sie halt einfach... Oh, den Kill werden sie auch noch bekommen. Ja, wunderbar. Also im Chasen ist es halt gut, ne? Das ist halt schon ziemlich cool. Ja. Allerdings... Keine Ahnung, ist halt die Frage, wenn die BKBs rauskommen und so. Ah, Jules habt ihr schon auf Kalmi, dem Necrofoss schon. Das funktioniert gerade ziemlich gut, weil es kommt ein Jules, dann kommt halt direkt der Linas dann. Also es funktioniert ziemlich gut als Team. Sie kaufen als Team zusammen Items und das ist halt schön zu sehen. Immer. Ja, in der Regel sieht man immerhin auf Nekrofoss immer den Blink zuerst, aber hier finde ich gut. Gefällt mir gut, wie sie es machen. In der Zwischenzeit kommt auf Pain, kriegt schon wieder einen Kill. Ja, ja, Basil ist halt einfach hingeblinkt und hat gestompt und Pack hat damit nicht gerechnet, hat kein Face-Shift und dann war er tot. Mal schauen, ob wir irgendwann mal auch Relocate-Gangs sehen werden. Eigentlich ist der Shaman. Ja, Shaman ist eigentlich nicht das einfachste Ziel, okay? Hex und Jackal kann halt irgendwie 6 Sekunden aushalten, bis Support reinkommt. Und gut, Quap können sie nicht goen, Centaur können sie nicht goen, Necro wollen sie nicht goen. Bleibt Lina. Nicht so gut. Tja. Warrunner schon wieder mit einer Haste-Drohne. Und Blink. Ja, schon länger. Also jetzt hat schon zwei. Er hat mich gerade gewundert, als er den... LC gesehen hat. Ja, sind aber auch mehr. Also overextend. Jetzt mittlerweile. So, Dyke ist da, da kommt das. Jetzt kommt das Duel, schön am Shadow Charm. Leider hat er falschen geolzt. Die Leute sind drin, Kaimi kommt dann noch gerade raus, dann wird er aber noch sterben. Multiboy geht aber von der Linie down hier. Auf der linken Seite haben wir Dyke, der Basil verfolgt und wahrscheinlich killen sollte mit den Shades und die Linie geht auch noch down. Double Kill. Oh, für Basil, der einfach. Hier Schwitz gestirbt, okay. Also 3 für 3?
Und Dinge sind passiert, Leute sind gestorben. Und even. Fight Recap, komplett even. Das even war, heißt aber, muss man auch dazu sagen, für Jesus einen kleinen Vorteil. Es hält halt länger, ja, gut. Weil New OP, die haben schon zwei Tower down, klar. Und die werden auch den dritten relativ schnell kriegen auf der Bottomlane. Ja. War jetzt super Klatsch hier drin, alle irgendwie da drin gefallen und beide Teams haben starken AOE-Damage. Und da ist es halt die Frage, wer gecatcht wird, einfach nur. Ja, ich prophezeie, dass wir noch sehr viele Kills sehen werden. 4-Mann-Rotation jetzt auf der Bottomlane für New OP. Das Problem ist halt aber auch, dass die Items tatsächlich auf Jesus halt ein bisschen weniger sind. Also wir haben auf New OP halt prinzipiell, ja, Quap kriegt BKB, aber ansonsten haben wir halt eigentlich alle Items da. Lina braucht keine Items, weil das Oils halt auf Necro da ist. Necro ist damit schnell genug, Blink auf Zent. Shadowsham braucht halt keine Items. Und es ist halt alles da. Auf der anderen Seite haben wir einen Pack, der 1500 Gold hat. Und, Wird der Pack alleine gelassen? Ja, nein, der Pack hat einfach nur absolut keinerlei Reaktion. Nein, er wollte halt irgendwie baiten. Also er hat halt einfach kein Face-Shift gemacht. Da geht der dritte Tower down. Und sie müssen noch nicht mal zurück. Sie müssen nur dem Shadow Shaman ein bisschen Solo-XP lassen, was er sich aber nicht holt. Und dann könnten sie mit Level 6 Shadow Shaman direkt den T2 nehmen und noch der Bottomlane. 15 Minuten noch keine Wards, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also jetzt habe ich jetzt nicht gesehen, meine ich. Klar, kaputte Shadow Shamans, die das bekommen, das kommt vor, aber... Und aber sieht auch so aus, die eher auf der Suche nach Kills sind, anstatt einfach sicher unten den T2 zu nehmen. Weil sie haben schöne Wards down, also sie planen dafür auf jeden Fall. Der gefällt mir nicht so gut, aber... Ja, der ist halt zu spät irgendwie gesetzt worden. Hm, vor allem, setzt halt man den hier hin, damit... Der ist okay. Wenn du halt Probleme hast, unten den Tower zu holen, dann ist es ein ganz ziemlich cooler Tower. Das hatten sie jetzt auch tatsächlich, aber... Ja doch, die hatten halt den einen Fight haben sie damit halt schon gesehen, aber den haben sie halt nicht gewonnen. Jesus weiß aber auch, dass sie da wenig tun können, aber probieren jetzt trotzdem zu engagen mit dem Smoke. Klar, Pack finisht die Power Threats vor einem potenziellen Blink. Ja, ich weiß nicht, sie brauchen halt was, um jetzt zu fighten. Das ist halt vielleicht auch so eine Sache. Das habe ich gemeint unten, hier, mit dem Shadow Shaman. Auf Kami. Und sie haben halt keine Möglichkeit zu engagen. Doch jetzt da aus Stomp auf 2. Legion kriegt den Winner und Kami abgegeben. Und was ein Scream. Holy crap. Und direkt der Ulti auf Dyke. Von hinten nichts gemacht. Und Dyke läuft nicht weiter in die Basis, sondern läuft halt auf die andere Seite und stirbt. Und stirbt jetzt dadurch. Ich glaube, der unterschätzt sich so ein bisschen. Kriegt er noch einen? Nein. Oh, doch. Kami, nein. Der Tower-Schuss. Vom Tower. Aber Ultra-Hilfen-Quap. Ja, so, das Timing. Gehen sie zu heilen und werden den Mid-Tower nehmen oder den Offlane-Tower. Das ist doch eine Pipe für einen Cent. Das ist doch definitiv besser. 16 Minuten Midas, ach komm. Why not? Boah, es könnte ein langes Spiel werden. Also der Punkt ist, das ist ganz gar nicht so schlecht von New Op, weil sie haben halt einfach das Ding, dass sie jetzt wissen, okay, es ist ein schnelles Lineup, wir kriegen jetzt schnell Gold. Und im Late Game ist es halt ein bisschen schwierig. Also, Midas. Weil es... Wie man halt sieht, reicht es halt gerade, was sie haben. Das heißt, sie können halt auch ein paar Midas holen und halt auch auf lange Sicht dann halt investieren. Ich glaube, sie müssen noch nicht mal so weit planen. Sie können jetzt einfach weitermachen. Ja, gut, klar. Halt warten, bis die Ultis wieder auf Cooldown sind, was relativ schnell der Fall sein wird bei dem Lineup und dann geht's einfach in die Mitte. Auch der Scream... Es geht tatsächlich auf Rocket. Ich hatte jetzt Nagelims erwartet. Was halt gegen Wisp halt kritisch ist. Gegen Puck irgendwie, dass das nicht Faceshift, also. Er dodgt recht wenig gerade. Vielleicht wollen sie auch den Scarlet Mage mit rausnehmen. Um diese Duellgewinne von der Legion Commander zu verhindern. Aber sie wissen schon, Jesus weiß schon, dass sie hier bei dem T2 verteidigen müssen. Ja. Aber komplett. Es ist halt auch so einfach. Also, die Wave ist halt ganz gut im Team, aber der Punkt ist halt, mit einem Orchid hast du halt einen Puck komplett raus. Und dann ist es 4 gegen 5. Das ist halt eine ziemlich gute Sache. Okay, das ist immer ein gutes Item. Overall immer gut. Ja. Auf einer Quad besonders halt, weil ihr auch den Damage hat. Ja, auf jeden Fall. Es gibt doch diese klassischen Orchid-Helden und dazu zähle ich auch sowas wie Furion zum Beispiel. Ja, das stimmt. Obwohl man in letzter Zeit wenig Orchid gesehen hat, ne? Ja, vor allem viel zu wenig Furion. Wurde wieder so ein bisschen am Kommen. Actually, ist schon okay, dass wir kein Furion haben, ist schon schön. Ich finde cool. Hat ein Dodo.
Ja, es ist cool, aber es macht halt irgendwie nur so 60 Minuten Spiele. Ach ja. Man kann auch nach 12 Minuten das erste Dagen haben. Das Maxwell. Ah, erste Dagen. Ja, Dagen. Dagenfuhl ist auch okay. Ich hasse den. Was sind das denn für Wurzeln? Ah, ich bin tot. New OP muss da gar nicht so zurückhaltend sein. Ja, machen es halt sicher. Finden jetzt die Dyke. Dyke steht sich, dreht sich schön um vorher. Aber der Damage ist halt, glaube ich, trotzdem bei. Bah, jetzt kommt der Damage. Pack es aber jetzt drin. Eigentlich ist ein Damage, aber das Mistex wäre daneben. Gedodged. Schön gedodged, aber jetzt im Moment Face Shifted. Mulja Boy kriegt aber voll das Laguna Blade in die Fresse. Genau, down. Zu viel Burst. Bam und Stomp auf 2. Und wieder fast ein Teamwipe. Ja. GG. 18 Minuten 52, die erste Leaf. Das tut weh. Ja, schade, Wisps. Flame hat sich nicht ausgezeigt. Haben wir jetzt länger auf das Spiel gewartet, als das Spiel war? Natürlich, natürlich. Well played. Freili. Freili, Freili, Freili. Na, wie das ist. Jetzt kam. Ja, really. Jetzt kann man auch den leichten Flame von Jesus am Anfang ein bisschen verstehen. Und das Verlangen nach dem Death Rune, naja. Ja, gut, okay, MVP und so, was ist hier gut passiert? Quop hat dominiert, Quop hat gewonnen. Keine Ahnung, Jesus hat halt irgendwie nichts getan. Er war ganz gut mit Legion Commander halt rumgegangen. Legion hat halt gute Zeit eigentlich gehabt. Hat ihren Stuff bekommen, hat auch Blinktail gehabt. Das Problem ist halt niemand irgendwie. Der ganze Rest kam halt irgendwie nicht online. Hat einen Bristleback, der halt schon da war, aber ansonsten. Sie mussten halt fighten mit der Legion Commander. Wenn du halt jemanden im Duell rausholst, provozierst du einen Fight und da waren sie halt nicht bereit für. Und dann wurden sie gestompt. Sonst mit diesem Teamfight-Lineup von halt irgendwie Lina, Shaman, Cent und Necro mit alle so AOE-Ultis und. Keine Ahnung. Haben sie halt vollkommen zerstört, weil sie halt alle irgendwie. Puck ist halt reingegangen, Bristleback ist reingegangen, Legion Commander musste rein, Wisp musste dann hinterstehen und dann sind sie halt irgendwie alle gestorben. Na gut. Gut. Demnächst gibt's Dinge hier. Mal schauen. Haben auf jeden Fall das Halbfinale vor uns. Oder vielleicht ein Viertelfinalspiel, wenn es delayed wird. Ich glaube nicht, von daher Halbfinale ESL. Bis gleich, stay tuned.